Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie ihr seht, bin ich diesmal der Killer und meine Gegner sind der Revano, der Möller und der Aaron. Und wir haben diesmal so gemacht, dass wir die Räume geweckt, dass der Killer den Raum wechseln muss. Das heißt, ich bin jetzt hier alleine. Und dann können die sich nämlich absprechen und können, ja. Und es wird bleiben wie immer, dass immer zwei Runden einer der Killer ist. Und dann wird abgegeben. Und ja, ich wollte eigentlich ja diesmal die Facecam anmachen. Was aber wieder nicht funktioniert hat. Warum? Weil meine Lampe jetzt komplett durchgeflogen. Weil jetzt meine Lampe komplett durchgefaucht hat. Und ich jetzt hier in totaler Dunkelheit stehe, was ja natürlich dem Spiel hier fördert. Das Spiel hier fördert die Spannung. Aber natürlich nicht. Ja. Und da haben wir schon den ersten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das Spiel wird bewegt. Also. Den holen wir uns gleich mal. Hinter dir, mein Freund. Ich habe ihn gleich. Ich habe ihn. So, dann haben wir schon mal den ersten. Den bringen wir natürlich in den Keller, weil er hier schon mal hier eingeloggt ist, nachdem ich war. Und dann werde ich ihn hier in den Keller hängen, weil da wird er natürlich nicht schnell gerettet, beziehungsweise ich weiß. Und da läuft einer davon. Revano! Natürlich wird er jetzt ablenken für ihn. Hat er jetzt natürlich viel gehabt. Das ist das Spurfolgen. Keine Scheiße bauen, da ist er. So, den zweiten. Mal gucken, wo hier ein Haken ist. Ja, nimm mal gleich den da vorne, oder? Den da. Ach, den nimmer. So, Spielebibliothek ist wieder befreit, okay. Hat Rivano eine gute Arbeit geleistet. Okay. Und ich sollte vielleicht mit den Leuten dann absprechen, wer Killer ist. Nicht beim Haken campen. Das wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Also ist das echt sinnlos. Wenn zwar wird es für den Killer dann schwieriger. Ja, wir haben da oben noch einen Haken, den hole ich mir. Da hänge ich noch an. Okay, er wurde befreit. Ne, es hat schon Müller ist immer noch am Haken. Und zack. So. Ach, da ist er ja. So.
Haben wir ja nur noch einen Haken. Die werden sie jetzt ein bisschen kötzen. Die wollten sich ja eigentlich absprechen. Da geht es besser. Da kann man sich absprechen. Bla 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 bla. So. Zack. Who is the winner? Who is the bad guy? Ja, so sieht's aus, liebe Freunde. Trivana ist der einzige, der hier noch rummacht. Ja. So, liebe Freunde. Ja, dann würde ich sagen, das war's für dieses Match. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Obwohl es dasselbe Part ist, mache ich jetzt schon wieder die Ansage. Ja, ich bin wieder der Killer und bin wieder allein im Raum. Meine Gegner sind wieder die Spielebibliothek. Also der Aaron, der Rivano und der Sergeant Müller. Letzte Runde. Ich glaube, hier habe ich jemanden gesehen. Letzte Runde lief ja super für mich. Total auseinandergenommen. Aber jetzt bin ich natürlich auf der Suche. Und versuche natürlich immer auf Hintergrundgeräusche zu hören. Ah, guck an. Ja, Mann, das habe ich schon erst gesehen. Ach, ist er blöd. Oh, bin ich blöd. Wer ist das? Sergeant Müller, ja. Oh, dieses Drecksackschwein. Komm her. Ich kriege dich. Scheiße, ich beschäftige mich wieder viel zu lange mit dem. Na, ich schlag aber vorbei, verdammt. Jetzt! Ich hab ihn. Aber wie gesagt, ich probiere mal mit denen auszumachen, dass wir nicht mehr bei dem Haken kämpfen, weil das habe ich ja jetzt größtenteils auch nicht gemacht. Und zack. Die anderen sind sowieso meistens in der Nähe. Bleibt aber hängen, hat gelernt. Das war mit Absicht. Oh yeah. Hol ich mir noch. So. Ah, den Müller habe ich, glaube ich. Ja, den glaube ich habe ich, ja. Rumzujammern. Irgendwo hier war der Rivano. Das finde ich natürlich nicht mehr. Scheiße. Dann der Axt. Nein! Ah, fuck! Ah, und Müller ist auch wieder am Leben. Okay, okay.
das? Wir fahren ja schon wieder. Ja. So. Du kommst mal mit, mein Freund. Ja. Oh, er atmet aber auch ganz schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ranhängen in den Sack. Ja, ist gerade für mich spannend, weil er hängt ja jetzt am Haken. Den rettet keiner. Den rettet einfach keiner. Doch, den rettet einer. Ich bin ganz schön ein Metzelmann. Muss schon mal zugeben, aber jetzt ist Möller, glaube ich, tot. Ja. Wen haben wir denn da? So, the next member of the Hagengänger. Komm her. Ja, ich finde das mit den, wenn man allein im Raum ist, definitiv cooler. Ja. Es ist natürlich für euch nicht so schön, weil das ganze Geschrei von den anderen jetzt nicht wieder bei. Oh, wir waren uns auch am Arsch. So. Jetzt hätten wir nur noch einen. Ich hoffe natürlich, er verkackt noch mal ordentlich. Ich glaube, ich muss langsam anfangen, die Bodenklappe zu suchen. Die ist ja da, halt nur geschlossen. Weil wenn er noch ein so ein Ding anmacht, dann ist es natürlich vorbei. Aber die kann ja überall sein, das ist ja das Problem. Er soll nochmal sein den Generator machen. Halt, hier ist er. Hier ist er. So, liebe Freunde. Und das war's auch für den lieben Aaron. Warum er sich das jetzt gemacht hat. Ich glaube, das war jetzt Absicht, oder? Der hat sich so richtig gerafft, dass er jetzt da einfach noch die Bodenklappe suchen müsste. Ich bin wieder der Superman, die Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Runde. Ich war wieder ein erfolgreicher Killer. Und mal schauen, wer als nächster Killer ist. Auf jeden Fall, im nächsten sind wir alle wieder zusammen. Also zumindest drei Mann von vier. Dann würde ich sagen, bis dahin. Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, diesmal bin ich der Flüchtende und bin wieder mit Leuten im Raum und zwar mit dem Aaron und dem Sergeant Müller. Moin, moin. Jo, und diesmal ist der Revano der Killer.
Wer jetzt natürlich erwartet hat, dass Rivano mit dem LP ist, ha, der hat sich geschnitten. Okay, also ja, wir haben uns vorhin mal unterhalten. Ich habe sie auf jeden Fall richtig schön satt gemacht. Hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht in der letzten Runde, die letzten zwei Runden. Und vor allen Dingen, er hat fair gespielt. Ja, was heißt fair? Achso, ja, ich war hier eben gerade völlig konzentriert. Also fair, er hat halt einen gehakt, ne? Und er ist nicht da geblieben. Er ist zwar schon in der Nähe gewesen, aber hat nicht direkt vor einem gewartet, bis er abnippelt. Ja, und das finde ich auch gut. Also das finde ich, das sollte jeder auch so machen. Also wir haben es auch so ein bisschen abgesprochen, dass wir uns vom Haken auf jeden Fall entfernen. Dass wir jetzt rumcampen. Ich finde es blöd, ganz wegzugehen, weil dann ist es immer ein Hin und Her. Dann ist es auch doof. Zwar beim dritten Mal wird dann auch verrecken, aber immer mal hingucken, ob da jemand an Haken, also dem Gebiet da rumrennen, kann man schon. Aber halt auch mal den Haken aus dem Blick verlieren sozusagen. Also, die Warnung hat nicht. Ah, oh, fuck, ich mach den Scheiße, der kommt genau vorne. Okay. Ich bin beim Haus, hol eine Truhe. Rivano macht hier gerade eine Falle, eine Falle. Oh, schön gemacht, Aaron. Oh, ich hab Medi. Sehr schön. Der ist irgendwo bei mir. Scheiße, er hat mich doch entdeckt. Er schlägt. Oh nein, ich hab mich verkehrt. Nein. Mutti, Mutti, lalalala. Ich will dich schon wieder sterben. Er ist hinter mir. Er ist ganz knapp hinter mir. Ich will dich schon wieder sterben. Er schlägt vorbei. Ich habe Angst. Irgendwie so. Er ist in seine eigene Falle gelaufen. Wie geil. Ich kriege mir gerade in die Hose. Scheiße. Warst du in der Nähe? Ich? Wo es geknallt hat? Da, da war. Ja, da ist er. Da ist er der Rivano reingelatscht. Ja, ich. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn ziehen. Pass auf, er liegt noch eine Falle. Dann will er wieder reintreten. Jetzt geht er aber weg. Nee, da wusste das so. Da wusste das bestimmt. Aber da hat es mitten in eine hohe Wiese gelegt, ne? Also. Vorsicht, liebe Freunde. Aber ich kann die doch auch entschärfen. Ich guck mal, wo er die hingelegt hat. So, kommt er jetzt? Er kommt zurück gerade. Der war bei mir. Nee, ich versuche ja hier ihn irgendwie anzulocken, damit ich weiß, wo er ist. Ah, ich hab ihn. Er kommt zum großen Haus. Ich würde gerne die Falle. Ah, gut, ich tue mal die Falle entschärfen. Wo bist du ungefähr, Onkel? Dann heile ich dich. Es bei mir, es bei mir. Ich bin bei der. Ist in der Falle. Nein, nein, ich war das. Ich hab die Falle zugemacht. Wo bist du? Okay. Spring rüber, Alter. Pass auf, ich laufe zu dem Generator in der Nähe von der Falle. Ja. Muss ich schnell zigzags einfach gehen. Sieht irgendeiner. Nein, das ich mein Möller, ich bin bei dem Generator drüben, den ich gerade zur Explosion gebracht habe vorhin, bei der Falle. Er ist weg, er ist weg. So, das ist halt wieder schön. Man kann sich schön absprechen, jetzt wo man alleine im Raum ist. Ja. Genau, da bist du, glaube ich, Möller, oder? Machst du gerade den Generator? Ja, ja, ja. Warte, ich mach dir das gleich zu Ende. Warte, das gleich zu Ende. Warte, das gleich zu Ende. Lass uns noch die paar Millimeter machen. Gut. Die Falle habe ich schön weg. Okay. Keine, dip, dat. Okay, er läuft. Ja, komm. Bist du irgendwo hin? Ja, ah, hier dahinter. Irgendwo. Wo er so, wird hier herkommen. Hier haben wir Ruhe. Glück, dass er mich nicht gesehen hat, ey. Pass auf, auch Medi. Oh, Medi geht das voll schnell. Pass auf, der ist vorne. Also. Cool, oh, kein Quicktime-Event. Kein Quicktime-Event. Oh, Aaron hat auch verletzt. Ja, wo bist du? Ich bin bei irgendeinem Generator, der schon an ist. Gut, ich habe keinen angemacht. Dann bist du da bei Onkel, der den angemacht hat. Es sind aber schon zwei Generatoren an. Ich sehe ihn in der Ferne. Ja, einer hat. Ja, ich sehe ihn. Oh nein, der kommt näher. Ja, also ist er auf der anderen Seite, der Aaron.
Weil da hinten habe ich gerade den Killer gesehen. Ja, wenn ich einen Aaron sehe, kann ich ja auch heilen. Von daher. Nur das Herz klopfen. Vielleicht finde ich sogar die Luke. Er sieht mich nicht, Alter. Boah. Glück, Alter, dass er sich nicht umschaut, ey. Ist er bei dir in der Nähe? Nicht mehr, nein. Okay. Bin jetzt sonst bei hätte ich mal den, so einem Haus. Sonst hätte ich mal den Generator krachen lassen, siehst du? Ja. Also wenn ich einen finde, lasse ich hier so oder so einen krachen mal. Mach aufs Fenster, mach aufs Fenster auf. Haus. Ah, fuck. Weißt du, der ist irgendwo? Also man ist irgendwie richtig angespannt. Ja. Definitiv. Ja, da kommen wir. Ich verstecke den mal hier im Schrank. Ja. Der läuft vorbei. Ah, ich wusste, dass der zu dem Generator kommt. Ich hab's gewusst. Also ich bin gleich einmal komplett rumgerannt und ich habe die Luke noch nicht gefunden. Ja, noch bringt er. Oh, hätte der im Fenster geguckt, Alter. Diese Anspannung. Oh. Ich bin jetzt hier beim Bus. Alter Fall. Aaron, hör, wo der Müller ist, der hat ein Medipack. Wo ist denn der? Bus. Problem. Ah, da. Ich sehe den Bus. Nein, er hat mich. Du warst noch Kilometer weit entfernt. Gut. Kannst du irgendwie. Ah, krabbeln wollte ich sagen. Egal. Ich bin in der Nähe. Pass auf, der hinterm Baum, der geht da hin. Pass auf. Okay, er hat mich. Ja, genau, Schaden. Geh doch mal weg, Junge. Der lässt nicht los. Gut, pass auf. Weg. Fuck. Der kommt zu dir. Ja, der ist weg. Der Klaus. Na komm her, mein Freund. Ah, danke schön. Komm mit. Alter, der hat mich jetzt genau gesehen. Der hätte mich normalerweise genau sehen müssen. Oh, sorry. Mach nichts. Lass schon irgendwo eine Falle los. Okay, ist safe. Weißt du noch, wo ein Generator ist? Oh, da hat er oben geguckt. Alter, ich hab so ein Mehl, ey. Das ist immer so. Der steht oberhalb von mir und ich bin gerade den Stein dahinter. Ja, hier gerutscht. Ist einer. Pass auf, da ist okay. Da ein Generator. Also ab und zu mal explodieren lassen, also wenn du wissen möchtest, wo er ist. Ah, hier hat schon jemand den Generator angefangen. Dies ist natürlich sehr schön. Beim Haus. Der Generator beim Haus? Ja, genau. Ja, den habe ich gemacht. Also angefangen. Also. Boah, da hat auch viel Minispiel. Okay. Bisschen, komm. Warte, ich hab gleich den Generator. Also ich könnte den Ausgang sofort öffnen. Nein! Ah, ich hoffe trotzdem, ich habe ihn jetzt abgelenkt. Ja, er ist da. Warte, Generator ist gleich angegangen. Ist irgendwo bei mir. Gut. Weiß aber nicht wo. Nein, er ist hinter mir. Nein. Wo bist du? Irgendwo. Ach so. Nein, was machst du? Mann, nein, dieser blöde Generator. Alter. Egal, ich komm gleich. Ich mache hier nur gerade das Tor auf. Jo. Tor ist offen. Ich bin in der Nähe. Gut, Onkel, wie machen wir das? Wie holen wir den runter? Soll ich ihn ziehen? Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Ich glaube, Aaron. Erst bei mir, erst beim Ausgang, okay. Okay. Was, Aaron? Oh nein. Bleibt der auch noch hier vorne? Junge, geh doch mal weg.
Okay. Okay, er ist weggelaufen. Nee, ja. er steht hier. Jetzt geht er im Haus. Jetzt geht er weg. Rein. Soll ich ihn ablenken? Nee. Ja, mach. Ich bin gleich tot. Ich hab abgelenkt. Komm mit. Renn mir nachher. Aaron, komm. Wo ist der Ausgang? Ich hol dich gleich, Onkel. Da rein. Los. Ah. Ich hol Onkel. Okay. Onkel, wo bist du? Gelbe Bus? Nö, da hat mich schon. Ist okay. Boah, er rennt aber auch gleich raus. Spiele Bibliothek. Nee, ja, ich bin am Ausgang. Okay. Problem, ich bin stehen geblieben und auf einmal geht der da rein. Okay. Aber irgendwie will ich ihn anlocken. Warte, haben wir einen Generator hier? Wo ist ein Generator? Irgendwo muss doch hier ein Generator sein. Das geht einfach raus. Da kann man das hier, wenn man die Paletten umschmeißt? Nein. Ich glaub nicht. Ja gut, das war's. Egal. Heimsieg. Ja gut, lass uns einfach rausgehen. Wieso? Onkel. Ah, da kommt er irgendwo. Ah. Da ist er. Da. Ihr seht euch. Renn, Onkel. Renn. Ja. Nochmal schön geärgert, den kleinen Stinker. Ja, liebe Freunde, das war schön. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich.